Hier scheint der Besprechungsraum zu sein. Ja, Kabinettsterminal. Keine Besprechung geplant. Na gut, na gut, na gut. Dann gehen wir jetzt zum Military Terminal oder Wing. Die Wingmaker. Risso Exit. Ah. Wieso ist hier nichts drinne? Was ist denn da los? White Springs Resort. Ach, guck mal, da komme ich direkt da rein. Ernsthaft? Ich glaube, da gehe ich nachher mal rein. Da werden wir uns dann gleich hinbegeben. Alles sehr kaputt. Foyer und Elevators. Ernsthaft? Achso, hier stand nur nichts dran. Okay. So, jetzt sind wir hier endlich. Mit oder ohne Glied? Aha. Zumindest mit der entsprechenden Berechtigung. Okay. Enttäuschend, dass die militärischen Freigabesysteme nie in unsere eigenen integriert wurden. Wir sehen das als unerhörte Beleidigung. Also wirklich unerhört. Sie werden sich beim Beförderungssystem des Bunkers registrieren müssen. Ich werde Ihre Handlungen über die Comlec verfolgen und Ihnen für gebührende Leistungen Empfehlungen ausstellen. Ah ja. Wenn Sie genug Empfehlungen sammeln, werden Sie in den Rang eines Generals befördert. Dadurch erhalten Sie Zugang zu den Atomraketen. Können Sie zwar nicht direkt befördern, das ist also. Wir können Ihnen helfen. Die Einrichtung verfügte über ein militärisches Betriebssystem. Das ist unsere Aufgabe. Dass wir uns Zugriff verschafft haben. Mit Hilfe dieses Systems können wir nun selbst Empfehlungen ausstellen. Sollten Sie uns helfen? Eines der Militärterminals an der hinteren Wand nutzen, um ihre militärische Karriere anzutreiben. Alles klar, Chef. So, hey, jetzt muss ich mal kurz gucken, warum bin ich. Gut. Du kannst mir nicht helfen. Nein, okay. Die Ventis nehme ich natürlich mit.
Jeder Venti. Ein Schräubchen. Und Schrauben brauchen wir. Gut, 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 gut. Dieses Terminal also soll es sein. So, automatisiertes Beförderungssystem. Beförderungssystem aktiv. Alles klar. Private. Greife auf Bunkeraufzeichnungen bereits abgeschlossener Unterstützungsaktionen zu. Keine Daten über Unterstützungsaktionen gefunden. Was? Da ist was. Erfordert zusätzliche Empfehlungen. Da muss aber ein bisschen was abhanden gekommen sein. Vernichtung von Zielen. Bunker-Unterstützungsaufgaben. Das Abschließen dieser Aufgaben führt zum Erteilen von Empfehlungen. Viel Erfolg. Enklaven-Events. Brandbestien. Ah, ja. Liste aller Empfehlungen. Ja, ich guck mal hier. Kampfempfehlungen. Aha. Was ist das hier? Der Soldat hat außergewöhnliches Geschick. Zwei Empfehlungen. Okay. Die brauche ich alle, oder was? Zwei Empfehlungen. Abgeschlossene Operation. Ressourcenabwurf. Ja, okay, alles klar. Ist die Empfehlung? Ja, da müssen wir wohl noch ein bisschen. Da wissen wir ja Bescheid. Ich muss ein bisschen was tun. Wieso ist das eigentlich jetzt unser einziges Ziel hier? Okay, das ist. Ich dachte, hier militärtechnisch könnte ich noch irgendwo was kaufen. Hier war ein Rechner, was ist das? Militärwerkstatt, guck mal. Was haben wir denn hier? Mitarbeiter, die Anzeichen von Ermüdung oder Strahlenkrankheit zeigen, müssen sich sofort auf der Krankenstation melden. Blöb. Unterstützung der Produktion. Und verlorene da. Also irgendwie nicht jetzt was, was mich irgendwie weiterbringt. Ich kann auch nicht mit den Typen hier quatschen. Hallo? Handeln meine ich? Nee. Das heißt. Die Raketensilos von Appalachia wurden mit diversen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Ja, ja, schön. Wir werden tun, was in unserer Macht steht, um ihnen Zutritt zu verschaffen. Ah ja. Na gut. Dann hätten wir das jetzt. So. Event. Technische. So, dann bin ich jetzt quasi durch, oder was? Oder wie, oder wo? Ach so, ja, wir müssen noch den Treffpunkt finden. Wir müssen immer noch dem Weg der Aufseherin folgen. Keine Ahnung, wie wir den jetzt folgen. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal an, was die Herren noch zu bieten haben. Und wenn wir dann ansonsten keine Hauptmission mehr haben, dann können wir ja mal noch die Welt erkunden an den Orten, wo ich noch nicht war. Zum Beispiel hier im Mottmann-Museum und hier waren wir auch noch nicht. Keine Ahnung, was das noch alles Schickes ist. Da sind noch ein paar Städtchen. Ein paar Ortschaften, die wir bereisen können. Hier ist auch noch so ein hohes Ding. Müssen wir uns mal umschauen. So, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich ja hier, ne? So. Das heißt. Ich kann nicht, bin überladen. Okay, warte mal.
Heißt, ich reise erstmal zurück. Für die technischen Daten, die kann ich ja dann jederzeit abgeben. Muss ja jetzt nicht sein. Dann gehe ich mal kurz, ja, zur... Wo war denn jetzt die Produktion? Achso. Da gehen wir mal rein. Aha. Oh, was? Geht das mal bitte auf jetzt hier? Cool. Der heutige Sicherheitsstatus ist rot. Bitte ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen. Wo komme ich denn hier hin? Wieso komme ich nicht rein? Leck mich doch. Hallo. Wo bin ich denn hier? Wir möchten unseren Gästen eine... Warum ist das so groß? Hä? Ich frag mich gerade, wo ich jetzt hier bin. Theater? Verstöße gegen die Hotelrichtlinien können Verhaftung. Halt's Maul, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ich müsste erstmal gucken, wie ich hier wieder... Puh. Hundedose, leuchtendes Steg. Wo wird denn hier geballert? Was ist denn hier kaputt? Ah! Oh mein Gott! What the fuck? Ja, viel Spaß, Leute. Wenn man es braucht. So, ich würde mal sagen, hier. Ich verwerte mal den Schrott. Was habe ich denn jetzt hier dabei? Behandelt. Achso, das ist das Ding, was ich anhab. Ach ja, was habe ich denn? Kann ich hier wieder was verkaufen? Für die Gefahr, für das Abenteuer, für das Überleben. Eieiei, verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Das ist echt gut. Mhm. Boah, was? Der Künstlertreff ist der perfekte Ort für kreatives, praktisches 197. Lernen. Und Überleben in der Wildnis ist unser bisher beliebtestes Programm. Kleidung. Sind Sie bereit für den Nervenkitzel des Lebens in einer postapokalyptischen Höllenlandschaft? Auf vielfachen Wunsch. Kann ich, okay, der hat kein Geld. Schade. Programme und Handwerksmaterialien jetzt verfügbar. Ich bräuchte Schießpulver. Wo kriege ich denn Schießpulver her? Da muss ich mal gucken. So, ich bin hier voll, ne? Ich kann hier nichts mehr reintun. 799, das sieht ungünstig aus. Liebe Freunde. Abgekochtes Wasser habe ich dann noch. Guck mal.
Ein Kilo, ein Kilo. Ich habe ja auch nicht mehr viele Stimpacks, aber gut, ich habe hier noch ein paar super Stimpacks dabei. Ja, alles klar. Wir machen uns mal weiter auf den Weg. Ich wollte eigentlich jetzt mal gucken, wo geht's denn hier raus? Und zwar geht's mir eigentlich darum, ich bin immer noch im Bunker, gar nicht wahr. Ich wollte mal gucken, ob ich jetzt in den Hintereingang reinkomme, ob ich da jetzt die Karte für habe. Und da bin ich mal gespannt. Und danach gehen wir weiter. Was? Hier ist echt ordentlich was los. Wo bin ich echt so schwer? Ist ja scheiße. So, worum muss ich denn jetzt hier? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich lang muss. Ah, hier bin ich ganz richtig. Was? Ja, ja. Könnt ihr haben, Jungs. Sir? Ja, bitte? Hier ist der Hintereingang, den meinte ich. Und jetzt? Ja! Ja! Wo komme ich hier hin? Ach so, ich komme in den Bunker. An welcher Stelle komme ich denn hier in den Bunker? Produktion. Nicht autorisierte Vernichtung erkannt. Wird aufgezeichnet. Aha. So, ich höre so. Na gut, okay. Wir gehen jetzt von hier, gehen wir jetzt rüber. Und zwar, wir gehen mal eben nach hier oben. Oder warte mal. Finde den Treffpunkt. Ja, komm, geh mal dahin. Was? Ich bin überladen. Ja, red doch nicht so einen Scheiß. Wo bin ich denn überladen? Scheißen. Hier. 40. Was brauche ich noch? Einen Whisky. So, jetzt aber. Wie stark kann man durch einen Whisky? Ja, jetzt geht's aber los, du. Aber. Nach dem Motto, was uns nicht umbringt, macht uns stärker, her mit dem Whisky. So. So, damit wir jetzt mal ein bisschen leichter werden hier, nehmen wir jetzt mal den Bunkerbrecher und gucken mal, wer hier die Hosen anhat. Ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Warum habe ich da jetzt... Ich dachte schon. Hey, ich muss ein bisschen. Du weißt schon. Ja, gut. Mit Raketen auf Spatzen schießen, alles klar. Ja, warum auch nicht? Könnte ein neues Hobby von mir werden. Was ist denn jetzt hier am Ruckeln? Was ist denn da los? Hä? Was ist hier los? Bitte lass mich nicht wieder gleich vom Server fliegen. Das ist schon sehr merkwürdig jetzt hier am Ruckeln. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht.
Matratze, Rezept. Kennen wir? Schießpulver. Ach, guck mal, da habe ich Schießpulver bekommen. Das ist gut. Da ist noch ein. Haben wir auch. Können wir auch schon. Ich hätte nicht gedacht, dass mir Schießpulver mal ausgeht. Mann, Mann, Mann. Aber damals habe ich auch noch nicht so viel Munition gebastelt. So, warte mal. Ich gucke mal hier ein. Eins nach dem anderen. Eine Splittergranate. Den Bourbon. Ich nehme ihn einfach mal. Für den Stärke-Kick. Was haben wir denn da für ein Mod? So. Schießpulver. Jungs, danke. Ihr braucht das eh nicht mehr. Und was hat der Chef? Einmal Schießpulver. Ist nicht ganz so viel. Aber für eine Wackelpuppe, die hier steht. Einen alten Holzski. Und wir schauen uns einmal hier die Aussicht an. Und einen Eimer. Den Arsch lasse ich mal da, den Eimer nehme ich mit. Atomkraftwerk? War ich schon, okay. Ich bin immer noch zu schwer, ne? Ja. Ich muss unbedingt die Raketen loswerden. Ich habe so viele Raketen und irgendwie finde ich den gar nicht mal so effektiv, diesen Raketenwerfer. Ich meine, gut, dieser Bunkerbrecher hat 20% mehr Schaden, aber trotzdem sind wir bei 161. Ja, toll. So, ich muss darauf. Scheinbar. Irgendeinen Campingplatz besuchen. Das sieht aus, als wenn hier gleich irgendein Vieh auftaucht. Ach, ich bin übrigens dem Mottenmann begegnet. Habe ich noch gar nicht erzählt. Ist doch hier gerade Event, Mottenmann-Event, dass man den jetzt irgendwie, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass man den einfach so in der Wildnis trifft. Und das ist mir tatsächlich passiert. Sieht aber einfach nur aus wie eine Riesenmotte, also eigentlich selten dämlich. Und die ist auch abgehauen, bevor ich mich. Oh. Olivia Rivers und Shannon Rivers, ach Gott. Mutter und Tochter. Das tut mir leid. Wahn hineingezogen. Wie
Wie viele Menschen haben wir getötet? Hunderte? Wofür? Nichts ändert sich. Es wird immer mehr Raider geben. Weil sie recht haben. Es gibt keine Helden. Diese Welt gehört den Schurken. Die Starken überleben und herrschen. Und weißt du was? Ich bin die Stärkste. Dazu hast du mich gemacht. Ich bin es leid, im Schatten zu leben. Leid, Teil deiner Farce zu sein. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Es wird Zeit, meinen Platz in der wirklichen Welt einzunehmen. Du bist schlimmer, als es die Raider jemals waren. Und weitaus gefährlicher. Es tut mir leid, Olivia. Du hast mir keine Wahl gelassen. Was? Okay. Was? Das wäre es also? Ja, sie war die Letzte. Es ist vorbei. Hilfst du mir kurz? Verschwinden wir von hier. Tut mir leid. Noch eine letzte Sache. Was denn, Brody? Alles klar. Was geht denn da? Ja, das so, das ist ein, ja, es ist wirklich ein sehr trauriges Ende. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum der da jetzt. Aber gut. Nee, ich lass mal hier ohne Filter. So ein bisschen Warm Blood, ne? Und gesättigt. Kühl, schwarz-weiß. Säure. Ne, wir nehmen hier verbessern. Muss heller. So, bisschen makaber das Foto, aber gut. Beweisfoto. Werde die Herrin der Mysterien. So, jetzt werden wir also zur Herrin. Okay. Dann bringen wir es zu Ende, würde ich sagen. Ich bin immer noch zu schwer, ey, Leute. Ich leg die mal eben ab. Und was brauche ich jetzt noch? Noch einmal den hier. Und dann geht das. Alles klar. Was? Ich bin überladen. Ich bin überhaupt nicht überladen. Da steht 340. Was willst du von mir? Wieso bin ich denn überladen? Nein, nicht aussteigen. Ach Gott, ey. So ein Scheiß. Na gut, jetzt bin ich wenigstens nicht mehr überladen.